Es gibt an einer Hochschule, wie der THM selbstverständlich, überall anders auch, ein Dokument, da steht alles drin, was für alle Bachelorstudiengänge und ein anderes Dokument, was für alle Masterstudiengänge gilt. Denn eins zeichnet ja all diese Studiengänge aus. Es gibt irgendwie Prüfungen, es gibt Fristen, es gibt Regelungen dafür, wenn man zum Beispiel krank ist oder wie man sich etwas anerkennen lassen kann. All das ist in einem Dokument, was bei uns an der THM allgemeine Bestimmungen heißt. Das ist also der Teil der Prüfungsordnung, die das Allgemeine für die Gesamtheit der Studiengänge regelt. Und dann gibt es die Prüfungsordnung, die ist dann speziell für ihren Studiengang ausgelegt, zusammen mit dem Modulhandbuch. Wir schauen uns das mal an, wo wir dieses Dokument finden. Wir sind hier auf der Seite der THM mit dem Studium und sind jetzt hier bei den Modulhandbüchern Prüfungsordnung. Und da gibt es ganz oben den Punkt Allgemeine Bestimmung. Da finden wir jetzt diese Aufteilung, die allgemeinen Bestimmungen für die Masterstudiengänge und für alle Bachelorstudiengänge und das Ganze nochmal auf Englisch, auch versioniert. Aber das gilt grundsätzlich weg für alle Studiengänge. Wenn wir das uns anschauen, dann, ja, ich habe hier schon, hatte das hier schon offen, guck mal, gehen wir mal nach ganz oben, dann ist das, wie Sie es auch schon von der Prüfungsordnung her kennen, ein Text, der auch wieder Gesetzescharakter hat und deswegen in diesem typischen Paragraphenstil sortiert ist mit seinen Absätzen da drin. Und ich will jetzt nicht zu viel Zeit darauf zuwenden, hier mal auf alles einzugehen. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass es dieses Dokument gibt und dass da das generelle Wissen zum Studium festgehalten ist, wie das Studium organisiert wird, wie es strukturiert wird im ganzen Betrieb von wann kann man sich anmelden zu Klausuren. Da steht jetzt nicht das Datum drin, aber wie das Ganze strukturiert worden ist. Wie es ist mit den Fristen für Sie zur Anmeldung, bis wann können Sie sich wieder abmelden, wie ist das, wenn Sie krank werden. Und das erahnen Sie schon an diesem Inhaltsverzeichnis. Nehmen wir mal gerade hier Mastermodule während des Bachelorstudiums. Hier ist also geregelt, dürfen Sie schon während des Bachelorstudiums Mastermodule belegen? Die kurze Antwort ist ja, wenn Sie die Bachelorarbeit abgegeben haben. Warum? Dann kann ich doch den Master machen. Na, die Idee ist folgende. Normalerweise schließen Sie Ihr Bachelorstudium, also Ihre Bachelorarbeit, ja nicht am letzten Tag eines Semesters ab und können dann nahtlos in den Master übergehen, sondern es ist nicht ungewöhnlich, dass Sie zum Beispiel, nehmen wir das vergangene Sommersemester, Sie sind im Mai fertig und haben dann noch den Juni, Juli, August, September. Und in dieser Zeit können Sie jetzt den Antrag stellen, dass Sie dafür Mastermodule schon hören können, weil Sie haben ja die Bachelorarbeit schon fertig. Wie sieht es mit Terminen und Fristen aus? Das ist da geregelt. Gehen wir mal hier so gerade ein bisschen runter. Wie ist das mit der Bewertung von Prüfungsleistungen? Wir springen mal gerade zum Paragraphen 9, damit Sie auch sehen, woher das kommt. Hier ist die Liste der Prozentpunkte und der Notenübersicht. Sie haben vielleicht schon mitgekriegt, als Erstsemester noch nicht oder als Erstsemesterin, dass unsere Punkteskala von 0 bis 100 läuft. 100 sind also eine 1,0, 95% übrigens auch noch eine 1,0. Und dann geht das hier so stufenweise runter bis zur 4,0, das hat man noch mit 50 Punkten und darunter ist nicht ausreichend, das heißt nicht bestanden. Das ist eine gute Übersicht, die einem nochmal hilft. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich 85 Punkte bekommen habe? Da ist das eine 1,7, das ist also eine gute Leistung, die ein bisschen überdurchschnittlich gut ist. Oder wir haben hier eine 1,3, die ist dann 91 Punkte. Was Sie daran auch nochmal sehen, ist, dass die Schule und die Hochschule mit anderen Leistungsgedanken an die Noten herangehen. Wenn Sie mal das Abitur, Fachabitur, Abitur nehmen, das hat, glaube ich, im Gesamten 900 Punkte, die Sie erreichen können. Und bei 300 Punkten bekommen Sie Ihr Abitur. Also bei einem Drittel der Punkte.
Bei uns an der Hochschule ist das ein bisschen anders. Sie müssen also zusehen, dass Sie immer mehr als die Hälfte der Punkte haben, um Erfolge einzustreichen und sich dann am Schluss das Studium erfolgreich bescheinigen zu lassen. Das ist also ein etwas anderer Leistungsanspruch, der da zum Ausdruck kommt, den Sie allein schon an solcher Tabelle sehen können. Damit möchte ich Ihnen jetzt nicht unnötig Sorgen und Kummer machen. Sie sollen ja nur informiert sein, wie das hier an der Hochschule läuft. Nehmen wir hier andere, noch den Paragraph 11 hier gerade, Anmeldung, Versäumnis. Da steht zum Beispiel, dass Sie sich bis eine Woche vor einem Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen schriftlich abmelden können. Das ist also verbrieft im Paragraph 11 Absatz 1. Darauf könnten Sie sich grundsätzlich zurück, also darauf beziehen und den Anspruch geltend machen. In unserem Prüfungssystem ist das automatisch geregelt, dass Sie sich noch bis eine Woche vorher abmelden können und danach eben nicht mehr. Aber es gibt ja auch Prüfungen, die nicht wie reguläre Sachen im Prüfungssystem für Klausuren eingetragen sind und dann angemeldet werden, sondern vielleicht auf anderem Weg. Aber hier ist geregelt, bis eine Woche können Sie das noch machen. Da steht auch drin, was Sie tun müssen, wenn Sie zum Beispiel krank sind, Anlage 3. Gucken wir mal kurz in Anlage 3 rein. Da ist das Merkblatt zum Verhalten bei krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit. Da steht also, wo Sie das ganze Formular finden, nochmal zum Download. Aber in diesen Allgemeinbestimmungen ist das alles schon da. Und hier sind auch die Formulare, die dann woanders nochmal runterladbar sind. Im Zweifel könnten Sie die hier auch aus diesem Dokument rausziehen. Und hier ist vorgegeben, wie das auszusehen hat und was Sie dann abgeben können, wenn Sie krank sind und das bei Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin vorgelegt haben. Es gibt noch vieles, vieles andere, was in diesen allgemeinen Bestimmungen geregelt ist. Das sind also grob gesagt Ihre Rechte genauso drin wie Ihre Pflichten. Und auch die Möglichkeiten, die Sie geltend machen können, wenn Sie glauben, irgendwas ist nicht ganz so gelaufen, wie Sie glauben oder wie Sie es wünschten, dann gucken Sie nach, gibt es hier irgendeinen Paragraphen, irgendeinen Absatz, der das regelt? Und wenn ja, wissen Sie, Sie haben den Anspruch oder Sie wissen eben, vermutlich wird man Ihnen das verwehren, wenn Sie den Versuch machen. Das ist so ein bisschen das andere auch wieder zur Schule, dass wir hier vieles regeln in Form solcher Dokumente. Das hat den Vorteil, dass das eben für alle gilt und für alle einheitlich geregelt ist und auch eingehalten wird. Es kümmert sich auch der sogenannte Prüfungsausschuss darum, dass das alles so abläuft, wie es hier drin steht und geplant ist. Und es beraubt vielleicht, wie in der Schule, so ein bisschen die Freiheiten, mal auch so etwas aushandeln zu können. Aber so ist das, etwas andere Systeme und Sie werden jetzt in das, wie soll man sagen, in die Eigenverantwortung genommen, sich damit auseinanderzusetzen und im Zweifel auch Ihre Ansprüche geltend zu machen. Sie finden aber auf den Webseiten Ihrer Fachbereiche, wie auch bei MNI, relativ viele hilfreiche Informationen, die Sie da durchleiten, wenn Sie Fragen haben. Aber im Zweifel schauen Sie in diese Dokumente. Da ist das Ganze geregelt.